Jo Leute, kennt ihr das manchmal? Ihr sitzt vor Cinema 4D und wisst nicht, was ihr machen wollt und denkt euch so, hey cool, lass uns mal ein bisschen Schach spielen. Genau das könnt ihr auch machen. Und zwar, indem ihr einfach mal Shift und C gedrückt haltet, dann öffnet sich diese Suchfunktion. Da gebt ihr einfach mal Chess ein. Das oberste wählt ihr aus, Doppelklick und voilà, öffnet er sich so ein Schachfeld. Da könnt ihr jetzt ein paar Einstellungen oben machen, also Play-Modus, quasi selbsterklärend, also Player versus Cinema 4D. Quasi, ja, Spieler gegen Computer, dann Computer gegen Computer, genau, und so weiter und so fort. Dann haben wir die Max-Spielzeit, also die maximale Zeit quasi, wie lange er denkt im Endeffekt, wie viele Sekunden. Und ja, das sind so die Basic-Dinger, die man hier machen kann. So, dann könnt ihr da natürlich direkt anfangen, heißt, wir wählen uns eine Figur aus, halten gedrückt und können dann, je nachdem, wie die halt laufen kann, seht ihr halt, die anderen Felder sind als Stopp hinterlegt, nur die zwei, wie halt der Bauer laufen kann. Heißt, wir machen das mal, schieben ihn vorwärts, dann denkt er ein bisschen und schiebt den Bauern nach vorne. Dann nehmen wir beispielsweise Pferd und springen dahin. Und jetzt denkt er wieder ein paar Sekunden nach. Manchmal dauert ein bisschen länger, weil er muss da auch ein bisschen denken, was für ein Zug er macht. Und okay, jetzt denkt er ein bisschen länger, okay, und zieht halt den vor. Naja, gut, okay. Also, wie dem auch sei, ist es eine coole Art, sage ich mal, witzige Art. Und da das ja quasi immer noch das Cinema 4D ist, was ihr erkennt. Also zum einen habt ihr hier die Spielzüge, die halt hier aufgelistet werden. Das heißt, ihr könnt immer vor und zurück springen. Dann könnt ihr auch bei Layout hier oben einfach nur das Layout ändern. Das heißt, ihr könnt nach Start gehen und habt wieder euer normalen, was ihr auch kennt im Endeffekt. Habt dann sogar hier die ganzen Schachfiguren parat, das Board und könnt alles ändern, wie ihr wollt. Könnt auch natürlich Dinge hinzufügen, beispielsweise jetzt ein Himmel oder sowas. Ist ganz cool. Ich hoffe, ihr findet das witzig. Ja, ist wie gesagt eine coole Art. Ist ganz witzig, was ihr da machen könnt. Und ich hoffe, es gefällt euch ein bisschen. Und ja, ich hoffe, es vertreibt euch etwas die Zeit. Ansonsten würde ich sagen, bis dann, zum nächsten Mal. Peace out.